Die Epidemie in unserer Gesellschaft, an mir ist etwas falsch, also bin ich nicht gut genug. Wenn wir es wirklich genau nehmen und nach einem Jahr intensiven Coaching mit ganz verschiedenen Menschen aus, mit ganz verschiedenem Background, letztendlich geht es auf das hinaus. An mir ist etwas falsch, also bin ich nicht gut genug. Eine ganz, ganz tiefe Überzeugung, die in unserer Gesellschaft wohnt. Wirklich, das ist eine Gesellschaftsepidemie. Wir alle leiden unter dieser gleichen Lüge. Hallo Sophie, hallo Josie. Unter dieser gleichen Lüge, dass wir glauben, irgendetwas ist an uns falsch. Das wohnt ganz tief in uns drin, dieses Gefühl. Und das führt dazu, dass wir natürlich glauben, klar, wenn etwas an uns falsch ist, dann sind wir nicht gut genug. Und so laufen wir durchs Leben wie ein gehetztes Tier, weil wir die ganze Zeit versuchen, diese Falschheit in uns entweder zu verstecken oder auszubessern. Jeder versteckt sich irgendwie und hat Angst. Und was könnten die anderen von mir denken? Könnte irgendeiner sehen, dass irgendwas an mir falsch ist? Oder dass man seinen Wert total nach unten drängt, weil was ist man denn schon wert, wenn etwas falsch an einem ist? Was hat man denn schon verdient? Was kann man denn schon erwarten vom Leben, von allen anderen? Und du läufst irgendwie durchs Leben und beamst so, oh mein Gott, irgendetwas ist falsch an mir, irgendetwas ist falsch an mir. Ich glaube, hoffentlich sieht es niemand. Und wie kann ich mich nur einpassen besser in die Gesellschaft? Wie kann ich nur besser konform sein, damit ich irgendwann mal dieses Gefühl los habe, dass irgendetwas an mir falsch ist? Und es ist tatsächlich nur ein Gefühl. Ein Gefühl, das wir ganz, ganz früh für uns als Wahrheit angenommen haben, als wir unsere Persönlichkeit gebildet haben, als wir unsere Identität gebildet haben, hat unser logischer Verstand all diese Informationen, die uns von Menschen gegeben worden sind, die auch an dieser Epidemie leiden, die ja auch das Gefühl haben, an mir ist etwas falsch. Diese Leute, sprich Eltern, Umfeld, haben uns aufgezogen und haben immer wieder gedacht, oh mein Gott, hoffentlich ist an meinem Kind nichts falsch, oder? Und du weißt ganz genau, Gesetz der Anziehung, wenn du irgendwie etwas vermeiden willst, dann projizierst du genau das, was du vermeiden willst. Und wer will schon, dass an seinem Kind irgendetwas falsch ist, oder? Fühlt sich aber selber falsch und schaut die ganze Zeit danach, damit das Kind alles richtig macht, damit es ja nichts falsch macht. Und die Eltern sind die ganze Zeit damit beschäftigt, sich darum zu kümmern, um uns zu maßregeln, um uns Richtlinien aufzuzeigen, um uns gut gemeint den Weg zu zeigen und wie man sich verhält und was man alles tun muss und wie man lernen muss und so weiter und so fort. Alles unter der Prämisse, wenn du das alles nicht tust, dann ist irgendetwas falsch an dir. So, und wer schafft es schon? Wer macht alles richtig? Wer kriegt immer gutes Feedback? Und so leben wir in einer Epidemie, in einer Blase, in der uns immer wieder eingetrichtert ist, wenn du es das nicht machst, dann ist irgendwas falsch an dir. Du musst so und so machen und dann ist irgendwas falsch an mir. Du hast was falsch gemacht und deswegen hast du das nicht geschafft. Etc., etc. Diese Saat dieser Überzeugung, dieses Gefühls, dass irgendetwas falsch an uns ist, das wird ganz, ganz früh auf energetische Art und Weise in uns hineingesät vom Kollektiven. Das kollektive Bewusstsein, die kollektive Epidemie ist auf der Suche nach Fehlern, damit sie Fehler eliminieren kann. Und so ist immer jeder auf eine Art und Weise falsch. Irgendwann mal, irgendwo mal.
Und wenn du so durch die Gegend läufst und denkst, oh mein Gott, was kann ich denn, wie kann ich es denn nur richtig machen? Oh, ich will es unbedingt richtig machen, weil es hat ja schlimme Konsequenzen, wenn ich falsch bin. Ich muss so richtig werden, wie ich nur kann, ausgehend davon, dass ich ja falsch bin. Weil, wenn ich richtig wäre, wenn ich okay wäre, so wie ich wäre, müsste ich ja nicht immer wieder alles tun, um richtig zu sein, um Recht zu haben. Wir verstricken uns in Diskussionen, nur um hinterher rauszukommen und zu sagen, Recht zu haben. Und warum musst du Recht haben? Weil du nicht richtig bist. Deswegen können wir nicht einfach die Sachen so stehen lassen und sagen, okay, hat jeder seine Meinung? Nein, jeder muss Recht haben, damit er irgendwann mal richtig ist, weil er ja die hauptsächliche Zeit ganz tief in sich innen davon überzeugt ist, dass er ja nicht richtig genug ist oder dass er irgendwas falsch an ihm ist. Und das ist der Stein, das ist die Ursache, das ist der Samen für das, dass wir wirklich, wie ich geschrieben habe, dass wir krank werden, dass wir depressiv werden. Ich meine, was bleibt dir anderes übrig, als irgendwann mal zu resignieren, wenn du versuchst, überall richtig zu sein, dich aufackerst und wirklich alles gibst und Einsatz machst und Überstunden und hier und da und das noch jene. Und was hast du als Ergebnis? Der das war nicht gut und das war nicht so gut und die haben sich beschwert und hier stimmt's nicht. Aber warum kriegst du dieses Feedback? Weil du durch die Gegend läufst und das Gefühl hast, oh mein Gott, hoffentlich mache ich alles richtig, hoffentlich mache ich nicht zu viel falsch. Und nachher, wenn du so rumläufst, weißt du selber, die Energie, die du ausstrahlst, das, was du bist, wenn du davon überzeugt bist, dass du jemand bist, der die Dinge falsch macht oder fehlerhaft ist, dann wird das Leben, das Umfeld dir immer wieder unerbittlich Beweise liefern, dass du recht hast. So, und jetzt bist du gefangen. Teufelskreis. Und du kommst nicht raus. Und du brennst aus. Burnout. Pam. Du kannst es nicht richtig machen. Du kannst hier tun und machen, was du willst. Wir leben in einem energetischen Universum. Solange du deinen Seinszustand, dein inneres Gefühl, deine innere Überzeugung über das, was du bist und wer du bist, nicht komplett änderst, wird dir das Außen, deine Umwelt, dein Leben diesbezüglich zeigen, dass du recht hast, weil du hast immer recht, weil du bist der Schöpfer von deinem Leben. Du bist der Schöpfer von allem dem, was um dir herum ist. Und wenn du überzeugt bist, dass du nicht richtig bist und weil du nicht richtig bist, ergo eben auch nicht wirklich wert bist, das Beste zu haben, alles zu haben, was es nur gibt hier, ja dann, was willst du tun? Du kannst nichts machen aus dieser Grundhaltung heraus, aus dieser Grundeinstellung. Da kannst du dir dein Köpfchen zermartern. Was könnte ich denn besser machen? Du kannst Probleme kauen. Du kannst sie wiederkäuen und wiederkäuen und diese Strategie ausprobieren und das probieren und hier mal anders zu sein und andere Sachen kaufen. Du kannst neue Ausbildungen machen. Du kannst, was du alles nicht noch machen kannst, aber solange deine Grundhaltung dir gegenüber nicht überzeugt ist, dass du gut und richtig bist, so wie du bist, in jedem Moment, in jeder Situation, jedem gegenüber, auch wenn du Fehler machst, wenn du was vergisst, wenn du vielleicht da mal ein bisschen faul bist, wenn du zu müde bist, aber trotzdem bist du gut und richtig, so wie du bist. Und das muss in dich rein, in dein System, das musst du wissen in jeder Sekunde deines Lebens, in jedem Moment, dass du gut und richtig bist. Und dann kannst du heilen von all deinen Problemen. Dann hast du keine Krankheit mehr, weil dein Körper ist gut und richtig. Der ist okay, du bist gut und richtig. Es ist gut und richtig, wenn du Dinge willst, die du dir wünschst, weil du kannst sie verdienen, weil du bist gut und richtig und du darfst alles haben, was du willst, weil du bist es wert. Es ist dein Geburtsrecht. Aber es nützt nichts, wenn du rumläufst und sagst, ja, ich bin wertvoll, ich bin wertvoll, ich bin wertvoll. Und in dir wohnt das Gefühl,
Irgendwas ist falsch in mir, irgendwas ist falsch in mir. Vielleicht muss ich noch was ändern, vielleicht muss ich noch anders sein, vielleicht muss ich da noch besser und vielleicht muss ich hier noch besser. Und wo bist du gefangen? In der Energie, die einfach ausstrahlt, ich bin nicht richtig, irgendwas ist an mir falsch, Hilfe, schaut mich nicht an, schaut mir nicht in die Augen, schaut mir nicht genauso hin, schaut mir nicht zu, kommt mir nicht zu nahe, beobachtet mich nicht, hoffentlich sieht mich niemand. Und dann zeigt ihr euch nicht, dann zeigt ihr euch nicht, dann seid ihr klein in eurem Business, dann seid ihr klein in eurer Anstellung, dann seid ihr klein in eurer Beziehung, weil ihr immer nur denkt, oh mein Gott, hoffentlich sieht man nicht zu viel von mir, weil irgendetwas könnte ja in mir falsch sein. Und ihr habt es vielleicht gesehen. Ich habe ein Bikini-Bild gepostet gestern in meinen Stories. Absichtlich, verflixt nochmal, um euch zu zeigen, es ist doch so wurscht, es ist immer richtig. Und es werden Leute, werden denken, boah, die spinnt wohl, die alte 51 geworden, macht ein Bikini-Bild im Facebook. Weißt du was? Es ist mir egal mittlerweile. Es war nicht immer so. Ich habe wirklich hart an mir gearbeitet, bis ich dahin kam. Und ich war die Oberversteckerin. Also glaub nicht, dass ich jetzt hier immer live war, mein ganzes Leben lang nichts anderes tun wollte. Vergiss es, aber ich habe es gewusst. Wenn ich gut und richtig bin, dann darf mich jeder sehen. Dann habe ich nichts zu verstecken. Dann habe ich keine Angst zu sagen, was für mich richtig ist, dann habe ich auch keine Angst, mein Herz zu öffnen. Dann habe ich keine Angst, auf Leute zuzugehen, weil ich bin ja richtig. Und dann habe ich auch keine Angst vor Urteilen, dann habe ich auch keine Angst vor Kritik, weil per se bin ich ja richtig. Ich bin halt dann gut und richtig und manche finden es nicht toll und kritisieren mich. Ja gut, ich bin gut und richtig. Manche fühlen sich abgestoßen. Aber warum soll, ja, ich weiß, Nadine, dein Thema mit dem Bikini, deswegen habe ich es übrigens gepostet, das habe ich vergessen dir heute zu sagen. Und deswegen sind wir dann krank oder wir sind einsam. Warum bist du einsam? Weil du dich verstecken musst, weil du nicht traust, auf andere zuzugehen, weil du denkst, du bist nicht richtig genug, um da Kontakt aufzumachen. Vielleicht ist was falsch an dir, vielleicht sprichst du diese Person falsch an. Und irgendwann bist du in der Einsamkeit, du bist im Rückzug, du traust dich nicht mehr auf Leute zuzugehen, weil sie ja sehen können, dass irgendwas nicht richtig an dir ist. Und so kommt es eben auch zum permanenten Geldmangel, weil du nicht deinen Wert kennst. Weil wie sollst du deinen Wert kennen, wenn du falsch bist? Also ich meine, was hat Falsches schon an Wert? Falschgeld hat auch keinen Wert, oder? Personen, Menschen, die falsch sind, die werden auch einen Fehler machen, die schlecht sind, die sind wertlos. So tickt unsere Gesellschaft. Und solange nur ein Quäntchen, ein klitzekleines Quäntchen von dieser Überzeugung, dass du irgendwie nicht richtig bist, so wie du bist, dass du irgendetwas an dir anders haben müsstest oder verändern müsstest, um endlich richtig zu sein, dann wirst du nicht weiterkommen. Das ist der Kern allen Übels, egal was deine Problematik ist. Egal, ob es in der Beziehung ist oder egal, ob es eben, wie gesagt, Leiden, chronische Krankheiten. Ich bin heute ganz, ganz sicher, nach einem Jahr Coaching, dass das das Übel von allem ist. Und in dem Moment, wo du das für dich klärst, emotional ganz klar weißt, ich bin gut und richtig, dann ziehst du auch diese Gedanken an, die dir immer wieder zeigen, dass du gut und richtig machst. Du hast keine selbstzerstörerischen Anwandlungen mehr. Du isst nicht mehr ungesund. Du verwickelst dich nicht mehr in Probleme. Du bist einfach okay mit dir. Du bist okay mit dir, auch wenn du mal, keine Ahnung, irgendwelchen perfektionistischen Ansprüchen nicht genügst oder deine Wohnung aussieht wie ein Schweinestall, du keine Lust hast, irgendwie was zu machen, was du solltest und dich dann selber peitscht und haust und was weiß ich nicht was, weil du nicht funktionierst. Leute, bitte, lasst das sein. Wir sind alle gut und richtig per se. Wir machen unseren Weg auf unsere Art und Weise. Und der wird immer gut sein, wenn wir wissen, dass wir gut und richtig sind und uns dadurch erlauben, unser Herz zu öffnen, erlauben, offen zu sein, erlauben,
aufzumachen, erlauben uns zu zeigen, erlauben unseren Wert zu haben und unseren Wert zu spüren und wissen, dass der gut ist und dass es nichts mit Arroganz oder Überheblichkeit oder sonstigen Geschichten zu tun hat. Das ist so wichtig. Und ich möchte wirklich, dass jede Frau und jeder Mann das weiß. Es ist mir so ein großes Anliegen, dass niemand mehr hier durch die Welt läuft und denkt, hoffentlich mache ich alles richtig, hoffentlich sieht es keiner, oh, ich fühle mich so schlecht und die Leute dürfen mich auf mich einhämmern und da kann wieder einer Einfluss haben. Das geht alles weg, wenn du deinen Seinszustand, deinen energetischen Zustand, deine Ausstrahlung, das, was du bist, dahingehend veränderst, dass du weißt, dass du gut und richtig bist und dass du weißt, dass du über alle Maßen wertvoll bist und jeden Wunsch, den dir nur in den Gedanken käme, verdient hast. Aber das holst du dir nicht, weil du es erarbeitest und erstresst und erquälst, sondern es kommt zu dir, weil du es bist. Und dann wird das Leben leicht. Und dann wird das Leben einfach. Dann bist du fit, dann bist du gesund, dann bist du vital, dann bist du erfolgreich. Dann hast du all das, was du dir wünschst. Aber du musst das schaffen, diese Person zu werden, die gut und richtig ist, die offenem Herzen fröhlich durchs Leben läuft und dieses Vertrauen hat, dass dadurch das, was sie ausstrahlt, alles zurückkommt. Und das ist mir so ein riesengroßes Anliegen und das ist für mich das, warum ich meine Arbeit mache, warum ich mich hier einsetze auf dieser Welt, für das, dass keiner mehr leiden muss, dass keiner mehr traurig sein muss, dass keiner mehr eine Depression hat, dass keiner frustriert ist, dass es keinem schlecht geht, dass keiner von der Hand in den Mund mehr leben muss, weil wir haben es nicht nötig. Wir haben ein Universum mit unendlichen Potenzialen und unendlichen Möglichkeiten. Aber niemand kann dort einsteigen, der sich nicht richtig fühlt und der sich nicht wertvoll fühlt, um daraus zu schöpfen. Und wie gesagt, das ist meine Message an heute. Seid wertvoll, seid gut, seid richtig, weil ihr könnt gar nichts anderes sein per se. Und wenn ihr meint, ihr wart irgendwann mal was anderes wie gut und richtig, dann liegt es daran, dass ihr zugehört habt, wie euch Leute beurteilt haben oder die Information aufgenommen habt auf energetische Art und Weise, dass Leute beurteilen und irgendetwas gut oder richtig oder falsch oder schlecht empfinden. Das sind alles Beurteilungen aus Menschen, die gut oder schlecht sehen, aus Menschen, die falsch oder richtig beurteilen. Und wenn wir ein Mensch sind, der aufhört mit dem ganzen Zeug, dann hören alle anderen auch auf. Also macht euch an die Arbeit. Arbeitet an euch jeden Moment und aus dem Wissen heraus, wie gut und wie richtig ihr seid und dass es keine Fehler gibt und dass es nichts Gutes und nichts Schlechtes gibt. Und wenn ihr Lust habt, in mein Coaching-Programm zu kommen, 3 Monate Vollgas, Voll-on, Transformation vom Allerfeinsten, dann meldet euch bei mir. Es ist super intensiv, es geht 3 Monate, wie gesagt, der erste Turnus, 3 Monate, ein Retreat, 3 Tage inklusive in Mykonos. Ich finde es so eine geile Insel, es hat nichts mit Schulen zu tun, ich sag's euch, es hat nur super Energie. Oder gleich für 6 Monate bis zum Dezember mit einem Schneeretreat hier bei mir in St. Moritz. Yeah. Also, wer Infos will, meldet euch. Ansonsten schaut euch dieses Video an. Immer, immer wieder, bis ihr wisst, wie gut und wertvoll ihr seid. In diesem Sinne, danke euch fürs Zuschauen und ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Und wenn ihr unter das Video noch Fragen postet, ich werde reinschauen und ich werde sie euch beantworten. Bye. Ciao.